Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zu GPL Spieltag Nummer 4 gegen Professor N. Ja, er legt gerade schon die Kampfregeln fest. Irgendwie muss ich das nie machen. Das ist, eigentlich sollte ich mal auch mal ein bisschen Verantwortung übernehmen, oder? So. Aber mit dem Auswählen eines richtigen Themes hat man ja auch schon eine gewisse Verantwortung. Ich weiß schon, was ich jetzt mache. Ich glaube, das habe ich auch in Season 4 beide Male gegen ihn gehabt. Wo ist ihr dicken Finger? Klickt schneller. Da. Und zwar möchte ich die Top 4. Top 4 ist geil. Ist, glaube ich, auch mein Lieblingstrack dieser ganzen Gen 7. So, dann wählen wir mal das Team aus, zu dem es, wie immer, ein Teambuilding-Video gab. Hier sind die 6. Ich gehe nochmal ganz schnell durch. Wir haben hier Mega Latias, einfach als Revenger. Super lame. Dann ein offensives Tektas mit dem Lehmorb, ein physisch-defensives Meditalis, ein physisch-defensives Tentoxa, ein speziell-defensives Zapdos und ein Voltolos mit der Offensivweste. So ein fettes Team auf jeden Fall, womit wir hoffentlich ein bisschen was aushalten können. So. Ja, was kann ich zu N sagen? N ist ein krasser Dude, okay? Ist ebenfalls aufgestanden auch, aber er ist aufgestiegen aus Liga 2 und der spielt einfach wie ein Gott. Der Typ hat es einfach drauf, okay? Und ich habe Angst. Das waren beides Mal so gegen ihn letzte Season echt harte Battles und ja, Angst haben gehört ja dazu, zu diesen GPA-Kämpfen, aber vor N muss man besonders Angst haben. Ich bin super gespannt, was er eingepackt hat. Okay. Okay, eine kleine Überraschung gibt es hier für mich. Das ist Lucario. Und eine gigantische Überraschung, und zwar, dass Wolfrock nicht dabei ist. What the fuck? Wer das Teambuilding gesehen hat, weiß, dass ich mich vor dem Teil eingeschissen habe wie nichts Zweites. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Warum ist das nicht dabei? Es hat letzten Spieltag bei ihm zwei Steinkanten gemisst. Vielleicht ist es jetzt in seiner Gunst gesunken, aber warum ist Wolfrock nicht dabei? Thorn auch nicht. Könnte das hier ein Trick Group Team sein? Zumindest so zum Teil. Also Bronzong kann es auf jeden Fall. Zubiris kann ich mir vorstellen, kann das auch. Das weiß ich gerade gar nicht sicher. Ja, sein Rocksetter ist auch klar. Das. Okay. Ja. Ich fange einfach mal mit Zekdas an. Ich weiß ja, wogegen ich da nicht agieren kann und wogegen schon. Lucario, wie gesagt. Man kann, es war für mich nicht 100% ausgeschlossen, aber es ist für mich auf jeden Fall ein Pokémon, das ich deutlich weniger erwartet habe als. Als Wolverock, also um Längen und auch ein bisschen sogar weniger als Tornadus. Aber ja, damit müssen wir jetzt halt dann klarkommen. Und ich drücke OK. Wir starten den Kampf mit Tektas. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und N dir natürlich auch. Ja, also auch wenn ich mich jetzt natürlich freue, Wolverock ist nicht da. Der wird sich irgendwann überlegt haben, dabei das nicht mitzunehmen. Und was das ist, macht mir natürlich Angst. Ganz klar. Okay, er fängt mit Bronzong an. So, da Wolverock nicht dabei ist, verliert unser Tektas ein ganz kleines bisschen an Wert, weil Tektas ist einfach richtig cool gegen Wolverock gewesen, weil der Überrumpler halt einfach killt, okay? Und wir gucken jetzt mal ein Bronzong. Was ist das Schlimmste, was Bronzong machen kann? Eigentlich so eine Explosion oder eine Rock Slide. Aber Tektas ist so bulky, dass wir das gut wegstecken. Also, Explosion wäre das Schlimmste, das macht nicht. Also, es macht so 37 bis 44%, aber er wird nicht Turn 1 explodieren. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Ich kann ihn mit dem Abschlag richtig dicken, fetten Schaden machen. Kann sein, dass er einfach die Rocks legt. Ja. Das könnte ich mir hier gut vorstellen. Deswegen werde ich jetzt einfach auf den Abschlag gehen. Worst case ist, dass ich jetzt hier irgendwas komplett übersehe und Tektas verliere. Bizarro haben wir auch nicht so toll, aber ich habe viele defensive Pokémon, die mir dann auch ein bisschen Zeit geben, diesen Bizarro zu stallen. Von mir aus kann ich einfach die Rocks legen.
Ohne Scheiß, das kann er machen. Ich gehe einfach auf den Abschlag. Bin mal gespannt, wie er da jetzt drauf reagiert. Abschlag ist vielleicht nicht so das, was man sofort sieht. Okay, keine... Holy shit, das ist richtig viel Schaden. Überreste sind es. Und das sind die Tarnsteine. Gut. Die große Frage. Ihr habt gesehen, dass für offensiv ist. Das war der Todesschaden EUW. Damit ist halt auch ein Switch in Latias stark angeschwächt. Und ich kann ihn jetzt finishen, womit ich möchte. Aber was wird er reinwechseln? Ich sehe am ehesten Azumare reinkommen. Er kann natürlich auch Lucario reinbringen in den Abschlag. Okay. Das wäre blöd. Aber das wird er eigentlich machen, eben weil auch die Liquidation kommen könnte. Aber ich glaube, wenn Lucario jetzt kommt, das wäre scheiße. Ich würde Azumare lieber mit dem Abschlag treffen. Aber ich will Lucario unter keinen Umständen plus 1 Boost geben. Deswegen werde ich das Ding hier jetzt einfach mal mit dem Aqua-Durchstoß angreifen. Das macht auch guten Schaden auf Azumarill und auf Lucario auch. Okay, er lässt es down gehen. Das ist fein, das ist absolut fein. Rock so früh jetzt auf meiner Seite liegen zu haben, ist natürlich doof. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und jetzt können mich auch einige Pokémon von ihm stark pressuren. Gegen Lucario muss ich dann halt erstmal ein bisschen rechnen, weil ich das jetzt in dem Teambuilding nicht so 100.000% auf dem Schirm hatte. Tikifalu kann auch pressuren. Ja, also wer wäre Azumarill oder Rotom, wäre mir jetzt am liebsten, aber eigentlich ist das hier kein Pokémon, wo Azumarill unbedingt drauf kommen möchte. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen was rausfinden. Das waren Überreste Bronzer mit den Rocks. Da kann ich noch nicht wirklich viel ableiten. Ja, ich weiß halt auch nicht, was Lucario ist. Ich kann hier irgendwie so ein All-Out-Pokémon mit dem Leben-Orb sein. Das ist keine Frage. Aber draußen ist gerade ein Vogel, der hat sich an wie eine Alarmanlage. Oder ist das eine Alarmanlage? Trikifalo kommt. Ja, also ich erwarte Trikifalo, wie gesagt, eher als einen Walschall-User. Ne? Das hatte ich ja gesagt. Und kann mir vorstellen, dass er dann jetzt hier einfach erstmal auf die Kehrtwende geht. Oder halt auch ein Draco droppt. Ich habe immerhin nichts, was da so richtig, richtig gerne reinkommt. Voltolos ist ein Pokémon, was das gerne machen möchte. Aber zusammen mit den Rocks und der Tatsache, dass er auch noch Rotom hat, möchte ich Voltolos eigentlich noch behalten. Deswegen kann ich jetzt hier überlegen, was anderes zu machen. Und zwar in Tentoxa zu gehen. Dazu möchte ich mir einmal kurz die Zahlen angucken. Tentoxa ist natürlich das Pokémon, was ich in Azumarill reinwerfen möchte, aber ich muss jetzt irgendetwas reinwerfen. Da die Rocks schon so früh liegen, ich weiß nicht, ob ich Voltolos das machen lassen möchte. Vor allen Dingen, wenn ich noch nicht weiß, was das hier für ein Trikefalo ist. Und zwar gucken wir jetzt einmal kurz Tentacruel gegen Hydreigon. Ich hatte hier ein Set vorbereitet, was ich bei N sehen kann. Und ich sehe hier ein Modest mit dem Draco, das viel Schaden macht, sehr viel Schaden. Aber ich glaube, ich will Tentoxa jetzt trotzdem da reinwerfen. Oh Mann, das ist auf jeden Fall über die Hälfte, dass ein Draco machen wird. Wenn es das Set ist, was ich predikte, mit einem Damage-Item sogar mehr. Aber dann wissen wir es wenigstens. Aber ganz ehrlich, ich finde hier Voltolos wichtiger als Tentoxa, auch wenn Tentoxa meine Antwort in Azumarill ist. So. Finsteraura. Die tanken wir deutlich besser. Okay, das sieht nach Scarf aus. Ja, ein Dark Pulse macht hier 33-40% auf unser Tentoxa-Set. Das bedeutet, hier sollte sich kein Damage-Item drauf befinden. Und was er jetzt machen wird, ist wahrscheinlich in Zubiris reinwechseln. Weil Tentoxa jetzt spinnt. Und er will die Rocks behalten. Bedeutet,
Wir gehen, glaube ich, auf einen Abschlag. Weil Zubiris auch ein Pokémon ist, auf das ich keine Lust habe. Sollte jetzt hier irgendwie drin bleiben, ist es auch toll, den Scarf, also potenziellen Scarf von diesem Trikefalo wegzukriegen. Alles andere zu Knockoffen ist auch toll. Blöd wäre Lucario. Ich weiß aber nicht, warum Lucario jetzt hier auf den Todrea reinkommen sollte. Oder auf ein Icebeam oder Siedewasser. Also wäre kacke, keine Frage, aber ich sehe halt Lucario nicht. Also wenn er hier was prediktet, dann ist es ein Turbodrea. Oder dass ich jetzt nochmal wechsle. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal wechseln möchte. Ich kann natürlich. Das ist keine Frage. Ich kann jetzt in Voltolos gehen. Vor allen Dingen mit dem Gedanken, weil Voltolos wechsle ich nicht so gerne ein, weil gerade die Rocks liegen. Aber er ist jetzt vermeintlich in eine Finsteraura gelockt. Ja. Voltolos steht auch nicht so schlecht gegen die ganzen Sachen da. Wir gehen auf den Abschlag. Wir gehen auf den Abschlag und gucken, ob er Zubiris reinholt. Milchzwerg. der Name ist übrigens ziemlich nice und das ist Zubiris. Prediction ist schon mal richtig. Bringt uns jetzt am Ende des Tages nicht mega viel. Und er hatte den Beulenhelm. Blöd für uns. Weil. Ja. Weil wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr in der Range sind, dass Azumarill was. Also, dass wir Azumarill tanken. Wir können hier noch was outspeeden, aber ich sehe uns auch nicht mehr spinnen. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht jetzt einfach von Tentoxa verabschieden. Es ist die große Frage, was ich jetzt machen möchte. Tentacruel gegen ein Sableye. Ich gucke erstmal, ob ich an dem Damage irgendwie was sehen kann. Aber ich gehe einfach auch mal davon aus, dass das hier physisch ist, eben wegen des Beulenhelms. Und das ist auch super gegen Meditalis. Und wir machen mit Knockoff 14-16%. Das passt. Das ist super physisch defensiv auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt natürlich am Überlegen, ob sich ein Siedewasser lohnt. Ja, unter Umständen. Ich habe natürlich lieber hier ein Toxin drauf, vor allen Dingen, weil es immer noch ein Gedankengut irgendwie haben kann. Aber ich glaube, wenn der schon Beulenhelm steht, ist die Chance ein bisschen geringer. Ich gehe es jetzt einfach mal ein und will jetzt ein bisschen Druck machen, indem ich das Siedewasser mal raushaut. Okay, er ruft sogar zurück. Er geht zurück in Trikefalo. Okay, da werden wir natürlich nicht viel Schaden machen mit dem Siedewasser, ist ganz klar. Aber, ja, ein bisschen Chip-Damage, vielleicht sogar mit dem Burn. Nope. Ja. Wir wechseln da nichts ein. Ich gehe auf den Turbodrea, falls er hier irgendwie was macht. Und also was macht, was ich überlebe. Und dann können wir hier sofort revengen. Oder eben auch nicht. So, Finsteraura kommt. Ich glaube, die nehmen wir nicht mehr. Nope. Und jetzt. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also was jetzt erstmal total offensichtlich aussieht, ist, dass wir in Tektas gehen und über Rumpler drücken. Dann ist das Ding tot, okay? Das weiß er und wird natürlich wechseln. Und er wird in Azumarill oder in Rotom gehen. Rotom kann ich mit Voltolos super handeln. Azumarill habe ich jetzt gerade meine Go-To-Antwort verloren. Bedeutet, ich möchte ihn jetzt noch nicht in eins von diesen beiden Dingen reinluren. Ich kann mir jetzt nämlich was anderes vorstellen. Mein Meditalis hat seinen Sinn etwas verloren. Das ist gut gegen Lucario, aber auch nur, wenn das wirklich ein physisches ist. Denn Volrock ist nicht dabei. Was ist, wenn ich jetzt in Medichamp gehe? Da gucke ich mir kurz, was passiert, wenn er drin bleiben sollte. Weil er wird natürlich denken, oh, es ist ein Scarf, aber wird auch Scarf Medichamp gespeedcreept haben. Okay, der Dark Pulse macht zu viel. Er würde drin bleiben. Weil sonst hätte ich gesagt, kann ich in Medicham gehen und ein Toxin raushauen auf das Zubiris. Ich gucke nochmal ganz kurz in Zapdos, ob ich da reingehen will, aber ich glaube auch nicht. Ich gehe in Voltolos. Ich gehe jetzt schon in Voltolos. Und jetzt wird er den Scarf riechen. Keine Ahnung. So. Kann ich mir vorstellen. Ich nehme jetzt
ganz toll die Finsteraura. Ich kann mir einen Hardswitch vorstellen. Ich würde hier am ehesten Rotom sehen. Ich muss hier nicht U-Turn drücken, eigentlich. Das muss ich echt nicht. Ich kann hier einfach auf den Abschlag gehen, glaube ich. Ja, also entweder bleibt er drin, greift mich an, dann ist er sein Scarf los, den ich halt immer vermute. Oder er geht in Rotom. Was anderes sehe ich ihn gerade nicht machen. Und Rotom direkt zu Knockoffen ist auch toll. Und ich kann in Rotom dann sogar drin bleiben und U-Turn drücken. Oder nochmal Knockoffen. Ja, ich gehe auf den Abschlag. So. Ja, so einen richtigen Go-To-Switch-In für Voltros sehe ich halt nicht. Nur sein Rotom. Aber da ich hier so ein AV-Set bin, weiß ich halt nicht, ob ihm das dann am Ende des Tages was bringt, ne? Ihr wisst, was ich meine? Ich meine, er weiß halt nicht, dass ich so ein AV-Set bin. Rocks sind doof. Die sind richtig doof. Okay, er ruft zurück. Und geht in Azumarill. Okay. Und wir schlagen dem eine Offensivfeste weg. Aha. Okay. Dann gucken wir mal eben kurz in die Kalx. Sandalus gegen Azumarill. So. Es ist kein Bandset. Das haben wir gerade rausgefunden. Und ja, 7-9%. Das hat auf jeden Fall viel KP. Vielleicht sogar, fällt mir schwer, das jetzt einzuschätzen, vielleicht sogar ein bisschen Defensiv-Investment. Aber ohne die AV tut der Thunderbolt ziemlich, ziemlich weh. Wir one-hitten nicht safe. Aber ich sehe mich halt auch nicht unbedingt gerade was reinwechseln. Ich glaube, ich will diesen Schaden jetzt einfach mal haben. Er kann in Rotom jetzt rein, das soll er machen. Ich sehe mich jetzt den Donnerblitz drücken, glaube ich. Ich kann es überleben und mich dann verkloppen, also könnte es knapp überleben. Das wäre doof, das wäre richtig doof, aber dieser Moment ist jetzt eigentlich echt schön. Also ich mache mit dem Donnerblitz 82-98%. Und das kann reichen. Ich denke eher, dass er knapp überlebt. Was, wenn ich die Kehrtwende mache? An was gehe ich denn rein? Ne? Ich habe halt eigentlich nicht wirklich einen geilen Switch-In. Ich mache jetzt den Donnerblitz, komm schon. Obwohl, ach, das ist kacke, ja, ich versuch's jetzt, komm. Das ist echt kacke, wenn ich jetzt Voltros verliere. Holy shit, das ist auf jeden Fall speziell defensiv investiert. Wir kriegen die Paralyse und kriegen einen Arcadurchstoß ab, den wir nehmen. Warum nehmen wir den so gut? Das ist doch nicht Zap-Zipper. Oh wait, das kann einfach so ein careful Wesen haben oder sowas. Tatsächlich. Das könnte sein, ja. Das ist einfach gar kein... Ja. Ja. Das ist so ein careful... Careful Ding, kein Adamant. Ja, Voltolos hat noch 56 KP. Wir haben also 31%. Wir kommen nochmal in die Rocks rein. Wir können uns Voltolos also easy aufbewahren. Und, ja. Das ist schön, für dass er nicht so frei, also im Kopf nicht frei mit rotem Ball switchen kann. Ich denke, dass ich jetzt Militalis reinwerfen möchte. Weil entweder geht er auf Liquidation oder auf den Aqua Jet, um uns zu finishen. Ich möchte nicht U-Turn drücken, weil das A nicht genug Chip macht, als dass sich das lohnt. Und B, wenn er halt Wasserdüse macht, sind wir tot. Deswegen ist ein Hardwechsel auf jeden Fall das, was wir machen wollen. Wenn er jetzt halt Play Rough raushaut, ja, wäre nicht so geil. Aber ich gehe jetzt in Militalis. Okay. So, Rosenmontag ist am Start. Wasserdüsenwelt, das, was ich jetzt sehen möchte. Okay, da ist sie. Gut. Und die tanken wir wie Jesus fucking Christus. Okay, so.
Ja, dann gehe ich jetzt auf den Donnerschlag. Macht halt allem außer Rot und guten Schaden. Aber das machen wir jetzt. Wenn Rotom reinkommt, drücke ich Toxin. Ruft zurück, er bewahrt es sich nochmal auf und geht in Zubiris. Ja, dem werden wir jetzt nicht mehr so richtig viel Schaden machen. Und spätestens jetzt sieht er auch, dass irgendwas nicht stimmt. Wir kriegen schon wieder die Paralyse. Was ist los? Das ist sogar Kacke. Ich wollte ja eigentlich jetzt Toxin drücken. Das ist scheiße. Das ist echt Kacke. Okay. Ist das hier ein Gedankengut-Set? Ich will es nicht hoffen. Das wäre furchtbar. Hör auf zu vibrieren, Handy. Das wäre richtig furchtbar. Okay. Was sehe ich ihn jetzt machen? Entweder Irrlicht oder Genesung. Heißt, ich werde nicht hart in Tektos gehen. Ich glaube, dass wir in Latias wechseln. Ich glaube, das machen wir. Wir haben jetzt sogar noch ein Meditalis, das echt fit ist. Handy, ich habe gesagt, du sollst aufhören zu vibrieren. Mensch. Okay. So. Dann gehe ich jetzt einfach in Latias. Ich sehe das sonst eh nicht irgendwie anders reinkommen gleich. Und bete jetzt einfach, dass er hier keinen Gedanken drauf hat. Das wird er, auch wenn er es hat, jetzt noch nicht drücken. Geht auf Irrlicht. Das ist fein. Und ja, wir können halt Voltolos, wenn ich jetzt gerade Latias sehe, auch nachher natürlich nochmal wieder fit machen. Auch schön. Okay. Und ja, ich werde jetzt angreifen. Und zwar mit einem Drachenpuls. Könnte eine Nullrunde auf Azu sein, aber dann followen wir das halt einfach mit einem Energieball ab. Mega-Entwicklung. Drachenpuls macht jetzt am meisten auf Zubiris. Und dann bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. So. Mega kommt. Ist toll, dass er jetzt halt Pongsong nicht mehr hat, ne? Geht auf den Verhöhner. Bestens. Hat natürlich erwartet, dass wir jetzt hier eventuell ein Gedankengut abfeuern möchten, aber nope. Wir greifen direkt an. Und da ist es weg. Wow. Das war also gar nicht speziell investiert. Perfekt. Perfekt. Damit ist auch ein weiteres defensives Pokémon besiegt. Jetzt sehe ich Trikefalo reinkommen, von dem wir auf der Range sogar einen Dark Pulse leben können. Kein Draco. Aber ein Dark Pulse. Da müssen wir uns sofort entscheiden, ob wir eventuell was abwerfen. Bin gespannt. Er kann halt auch sowas wie Outrage zocken auf seinem Trikefalo. Guck schon mal kurz einmal in die Berechnungen. Und zwar Zapdos möchte ich jetzt mal wissen. Wenn der einen Draco droppt, wird er uns nicht two-hitten, trotz Rocks. Oh, warte mal. Zweimal Draco. Ah, doch, das reicht mit Rocks. Das reicht mit Rocks. Also, wir können den Zapdos leider auch nicht reinbringen. Also wenn Trikefalo jetzt reinkommt, werden wir uns wahrscheinlich von einem Pokémon verabschieden müssen. Also er hat halt eigentlich wirklich gar keinen Grund, nicht auf den Draco-Drop zu gehen. So, was ist das Pokémon, was wir am wenigsten brauchen? Also, Voltolos ist gerade nicht mehr so fit. Man könnte es noch fit kriegen, ja. Aber es ist halt einfach gerade nicht mehr ganz so gesund, okay? Zapdos ist komplett fit. Es macht zwar auch nicht des Todes viel, aber es macht noch genug. Medicham ist halt auch einfach so fit. Das ist halt auch nicht das Pokémon, was wir unbedingt brauchen hier. Aber Medicham sich jetzt hier, also Medicham jetzt rein zu switchen, fühlt sich auch falsch an. Latias will ich auf jeden Fall behalten. Wohin muss ich das? Muss ich Latias behalten? Ich will halt eigentlich echt gerne das Voltolos voll heilen, aber das sehe ich mich eigentlich nicht tun.
Wenn ich in Latias reingehe hier, so, und Hydreigon mache, mit dem mäßigen Wesen, reicht der Draco halt aus. Auf jeden Fall. Finster Aura ist ein Roll. Also auf den Draco gehen. Okay. Wir machen das so. Ich gehe jetzt in Vortulus, weil wir mit Latias auch immer noch so eine halbe Antwort auf Rotom haben. Natürlich erhalten wir das halt nicht vom Vault wechseln ab, das ist blöd, aber... Er geht auf die Kehrtwende. Hm, ich doch mal in Zapdos gegangen. Gut, ich meine, wir kriegen jetzt die Switch Advantage, aber... stell dir mal vor, ich wäre auf Zapdos gegangen, hätte die Statikpara gekriegt. Das wäre richtig cool gewesen. Ah ja. Sind leider nicht die 5000 IQ Predicts bei heute. Ja, Trikefalo bleibt gefährlich. Solange wir Checkers haben, können wir es vom Himmel schießen, aber er kann natürlich aus Überrumpler einfach rauswechseln. Ja, was macht er jetzt? Also ich krieg jetzt eigentlich gutes Momentum in Zapdos. Soma. Das ist Rotom. Und ja, da haben wir mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit A ist Zapdos und ein Toxin. Oder sogar ein Delegator. Ich glaube, Delegator ist der Play. Der bricht den... Also in der Offensive ist, bricht er den halt. Aber das sind dann die Sachen, die ich rausfinden möchte. Ich gehe auf Zapdos. So. Und jetzt subben wir. Und wenn er auf den Volt Switch geht, bricht er den Delegator nicht. Wenn er defensiv ist. Das wäre halt richtig cool. Deswegen, das finden wir raus. Er ist schneller. Okay. Ja, wir kriegen den Delegator trotzdem raus, was schön ist. Aber, Zapdos, Rotom, dann können wir mal kurz gucken, wie viel Investment das ungefähr haben muss. Es ist Azumarill. Ja, das bricht natürlich den Sub, aber den können wir einfach roosten jetzt. Switch. Ja, ist auf jeden Fall investiert. Auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen. Also ein scheues Rotom mit maximalem Spezialangriff macht 21-26%. Und das war gerade mehr, würde ich sagen, oder? Ja, wir gehen auf jeden Fall auf den Ruhrort hier. Also das ist auf jeden Fall ein wenigstens halb offensives Rotom. So. Auf jeden Fall auf den Ruheort. Er ruft zurück und geht wieder in Rotom rein. Ja. Toxin oder noch ein Ruheort? Ich will eigentlich, ich will Damage auf diesem Ding haben. Also wir wären halt echt schön voll, wenn Rotom das jetzt bricht. Aber dann geht er halt einfach in Trikefalo. Oder noch schlimmer, in Lucario. Dann würden wir mit Toxin sogar eine Nullrunde kriegen. Also wenn er jetzt... Er outspeedet uns, bricht den Delegator mit Rotoms Voltwechsel und wir bleiben drin. Dann sieht er uns ein Toxin einsetzen. Ich glaube, ich muss es aber trotzdem tun. Die Chance, Rotom hier mit dem Toxin zu erwischen, ist einfach zu gut. Gespannt, ob er den bricht. Ja, tut er. So, bitte nicht Lucario. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er trotzdem in Trikefalo geht. Das ist definitiv nicht schlecht. Er geht in Lucario. Ah, das ist kacke. Ich meine, wir haben die Anti-Steinbeere, okay? Wir haben die. Deswegen ein Im-Hit von dem Ding. Das ist gar keine Frage. Aber... Okay.
Ich bin jetzt gerade froh, dass wir unser Militales noch haben, weil das ein Pokémon ist, das ich durchaus reinkommen sehe. Aber wir gucken mal kurz. Zapdos, Lucario. Ich muss das Ding jetzt aber angreifen. Ich kann hier nicht roosten. Was ist, wenn das Ding auf dem SD geht? Das wäre der Super-GAU. Ich muss auf den Donnerblitz gehen. Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich muss wirklich angreifen. Andererseits wäre jetzt halt Roost into Stone Edge so eine Möglichkeit. Aber ich muss auf den Donnerblitz gehen. Ich darf das Ding nicht SD'en lassen. Hier gibt es einen Ice Heap. Da haben wir natürlich keine Antibeere gegen. Wir leben es auch nicht. Aber wir kriegen die Statik. Wow. Also ich muss sagen, das ist heute ziemlich verhext. Die Paralysen. Okay, es ist ein Live-Op-Set. Paralysen, die arbeiten schon mal für mich. Es ist halt leider nicht in der Range, dass Tektas oder Latias das hinkriegen. Aber Militaris schafft das. Ich kann ja eigentlich jetzt free für einen Drain Punch gehen. Oh Mann. Ah, ich habe jetzt meine Elektro-Pivot echt ein bisschen zu schnell verloren, muss ich sagen. Und, ja. Ist mir auch egal, ob er Rotom jetzt reinbringt. Ich muss das Ding halt chippen, ne? So, wenn er Rotom reinbringt, ist das fein für mich. Und er ruft zurück. Abzugkupplung. Ja. Will damit nochmal versuchen, wahrscheinlich jetzt eine Wasserdüse rauszukriegen. Okay. Und mein Handy geht mir schon wieder. So, ja, wir gehen trotzdem auf den Drain Punch. Kriegen wir minimal was wieder. Mir gefällt halt einfach nur gar nicht, dass dieses Trikefalo da noch mit dem Scarf rumlungert. Und mir gefällt auch nicht, dass ich Lucario nicht richtig gut mit Latias treffe. Okay, wir machen das so. Ich greife an. Und wir gucken mal, was er macht. Ja, er kriegt die Fullpara. Das tut mir leid, Mann. Ich meine, es wäre halt nicht viel gewesen, weil es halt kein offensives Azumarill ist und defensives Metallis ist. Er hat trotzdem auf jeden Fall mehr Chip, als ich ihn jetzt habe. Das ist ja gar keine Frage. Deswegen ist es doof. Aber let's live. Trikefalo wäre kacke. Sag ich euch ganz ehrlich, muss ich wahrscheinlich sogar drin bleiben. Oh, mein Hals. Erstmal einen Schluck Wasser. Eieiei. Das wird schwer noch zu gewinnen. Hängt alles davon ab, ob sich der Bulk jetzt gleich bezahlt macht oder nicht. Das Problem ist einfach, er hat jetzt hier noch zwei Pokémon, die ich mit Hektas Überrumpler nicht gut treffe. Das heißt, ich muss gleich ein Play machen. Also wenn ich gleich, also wenn Trikefalo was killt und ich mit Tektas reingehe, muss ich predikten. Geht in den Ofen. Und ich bin wirklich am überlegen, ob ich jetzt einfach drin bleibe. Ich glaube ja. Weil, ja, was wird der, wird Latias kommen sehen wahrscheinlich? Es kann halt immer noch Specs sein, das scheiß Rotom, ne? Das ist halt auch etwas, was ich, bedenken muss. Ja, Specs würde mich auch killen. Oh Gott, Specs Rotom wäre so schlimm. Oh Gott, es macht auch ohne Specs echt viel Schaden. Aber er kriegt halt... Ich glaube, es ist jetzt hier eine 50-50. Also, Meditalis stirbt, wenn es ein Specs Overheat kommt, okay? Ich glaube, dann ist auch GG... Wenn ich jetzt allerdings in Latias gehe und er einen Voltswitch drückt, weil er sich denkt, ha, er behält sich Metallis eh und er hat auch keinen Grund, nicht auf Voltswitch zu gehen eigentlich, dann kommt er in Trikefalo rein und kriegt eh einen Kill. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, dass ich jetzt auf den Ableitieb gehe. Spukball. Okay, ja, der wird wahrscheinlich auch dicken Schaden machen. Au. Okay, er hat sich in den Spukball gelockt. Gucken wir kurz nach. Shadow Ball. Ja, das muss eine Specs-Variante sein. Ja,
Shadow Ball macht nämlich 61-72%. Bedeutet, wir haben hier den Spexer gefunden. Bedeutet, Latias outspeedet. Bedeutet aber auch, dass wir, glaube ich, verloren haben. Also Tektas nimmt einen Hit. Ja, keine Frage. Aber ich mache nicht mehr genug gegen den Rest. Ich glaube, das ist GG. Ich muss mal ganz kurz einmal meine Gedanken ein bisschen sammeln. Vielleicht finde ich ja noch was, womit ich das jetzt machen kann. Rotom. Okay. Shadow Ball. Ich gucke auf die Zeit. Alles gut. Ja, also er killt Latias halt nicht sofort. Wir können das dann halt damit anschippen, aber ich sehe Tektas halt das Trikefalo nicht mehr besiegen. Also das wäre schon ein Weltwunder. Wenn das irgendwie hinkriegt, vor allem weil ich nicht viel Chip drauf gekriegt habe, leider auf das Ding. Ja, wir gehen hier auf den Drachenpuls und schauen mal, was er macht. Kann hier eigentlich einfach drin bleiben. Gar keine Frage. So. Also das Rotom kriegen wir mit Tektas halt besiegt. Also da, ja, komm, das ist schön viel Schaden. Das ist gar keine Frage. Das kriegen wir hin. Mit dem, okay, killt sogar. Wow. Ja. Was Shadow Ball macht. Laut Kalt so 59-70. Das war wahrscheinlich eine dicke Roll. Ah. Okay. Jo, Tektas kommt. Und jetzt müsste schon ein Wunder geschehen. Müsste halt was missen mit Trikefalo, aber selbst das funktioniert einfach gar nicht. Also ich kann jetzt hier. Ja, ist die Frage. Wenn ich jetzt auf Wasserdüse gehe, der Trike reingeht, wird er das machen, ist die Frage. Was ist, wenn ich jetzt einfach auf einen Überrumpler gehe? Weil ich kann es eventuell noch gewinnen, wenn er choked. Das Choken müsste folgendermaßen aussehen, dass er jetzt in Trikefalo reingeht. Ich meine, ich könnte jetzt wieder versuchen, noch ein Pokémon mitzunehmen. Ich kann auch besser versuchen, auf den Win zu gehen eigentlich. Und Golisopod gegen Rotom. Heat. First Impression killt das auch. Ich gehe auf Überrumpler. Überrumpler ist mein Play. Okay, bleib drin. Sollte killen. Jo. Und jetzt kann er halt in Hydra reingehen und einfach angreifen. Und da ich halt leider keinen Blutsauger habe und der Überrumpler jetzt halt schon abgefeuert wurde, kann ich das Ding nicht mehr angreifen. Okay, er geht sogar noch in Lucario rein. Ja, kann natürlich sein, dass er einen Fullpara kriegt oder so. Aber outspeeden sollen wir das eigentlich nicht. Ich gehe auf den Akkordurchstoß für den Fall der Fullpara. Er geht auf Turbo-Tempo. Ich weiß nicht, ob wir das tanken. Ja, tun wir tatsächlich. Und wir gehen auf den Akkordurchstoß. Und das Ding ist RIP. Noch ein Kill für Tektas. Doch, das ist auch cool. Okay. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass das jetzt hier ein 3-0 wird. Aber so ist natürlich auch okay. Heider kommt rein. Ja, besiegen wir in keiner Dimension der Welt. Und mein stärkster Move ist der Aquadurchstoß. Da gehe ich jetzt drauf. Und damit sollte GG sein. Finsterer kommt. Und wir verlieren 1-0 gegen Professor N. Ja, das war ein spannender Kampf. Auch wenn ich jetzt am Ende schon relativ früh gesehen habe, das Gefühl hatte, dass das eine knappe Kiste wird. Ja, es ist halt schwierig jetzt spontan zu sagen, was man hätte besser machen können. Also ich war leider, das hat man ja auch gerade gemerkt, im Kampf sehr oft in der Situation, dass ich sagen musste, hey, ich werfe jetzt was ab. Das war, ich muss es halt dann am Ende nicht so oft, aber es war oft so, so eine 50-50 irgendwie. Ihr wart ja dabei, ihr habt ja oft gesagt, gesehen, dass ich oft gesagt habe, so, ja, könnte es sein, dass ich jetzt was verliere und so. Aber ich glaube, das Hauptproblem war einfach, dass meine Pivots sehr schnell down waren. Rocks war natürlich doof, ich wusste aber, dass das ein Problem sein wird.
Ich brauchte trotzdem Voltolos und Zapdos. Zapdos hat leider gar nichts gemacht. Ja, weil es am Ende halt ein offensives Rotom war, kein defensives, sonst hätte ich dagegen halt tatsächlich Work machen können. Ja, und dann war es doch relativ schnell weg. Klar, wenn ich zum Beispiel jetzt auf Roost gegangen wäre gegen das Rotom statt auf den Dingens, auf das Toxin, dann hätte ich da vielleicht ja genug gemacht, dass ich das Momentum zurückbekommen hätte. Aber um jetzt auch vielleicht alle, die jetzt gedacht haben, das wäre jetzt das größte Missplay der Welt, um meinen Gedankengang zu verstehen, ich konnte halt noch nicht safe sagen, dass das ein offensives Rotom war. Am ersten Volt Switch, weiß ich nicht, das sah noch so aus, als könnte das halt noch so eins ohne Specs irgendwie sein. Von daher, weiß ich nicht, aber das muss ich mir gleich nochmal angucken. Vielleicht sage ich dann auch, hey, das hätte ich da sehen können, dass es schon Specs Rotom ist, weil dann wäre Ruheort auf jeden Fall mein Play gewesen. Also keine Ahnung. Das findet ihr aber auch unten im Kommentar angepinnt. Da gehe ich einfach mal alles durch, was ich hätte besser machen können. Ansonsten muss ich halt sagen, hatte ich ja halt leider mit Meditalis auch ein Pokémon dabei, was gegen ihn echt nicht viel gemacht hat. Also gut, gegen Lucario war es jetzt halt schon ganz nett, aber es war halt eigentlich für Wolfrock da. Da hätten andere Pokémon mir halt mehr gebracht, das ist gar keine Frage, ne? Und ja, wie erwartet, gerade Trikefalo war schwierig. Und Amigentofee habe ich ja halt einfach... Nee, Amigentofee hat ja einfach nichts verloren. Auch wenn ich schnell die Pokémon einigermaßen losgeworden bin, die da gut gegen sind. Aber ich glaube, das Problem war halt einfach, dass ich zu wenig Chip auf das gegnerische Team bekommen habe. Ja. Und eventuell hätte ich halt wirklich Latias abwerfen sollen, nicht Voltolos. Aber ich hätte Latias halt auch nicht mehr hochbekommen. Aber gut, er ist ja auf die Kehrtwende gegangen, ne? Aber kann ich ja nicht wissen. Ich da zum Beispiel, also Kehrtwende hätte ich überlebt von Trikefalo, hätte Heilopfer machen können, Voltolos rein und dann hätte ich was gegen Rotom gehabt, aber es hätte halt trotzdem mit Specs guten Schaden gemacht, das ist gar keine Frage, das wäre Voltolos jetzt auch nicht das Allheilmittel gewesen. Ja, ist okay. Der Sieg, die Niederlage ist für mich absolut fein, also viel besser als letzte Woche und ich habe auf jeden Fall was gelernt, ich hoffe ihr auch, N hat gut gespielt, sich diese Punkte auf jeden Fall verdient. War trotzdem ein schöner, knapper Kampf. Ich denke mal, ganz so doll verstecken muss ich nicht. Die Prep war okay. Eventuell kann ich da auch nochmal auf die Fehlersuche gehen. Aber ich glaube, dass ich eher was im Kampf hätte anders machen können. Ja, so wenn jetzt hier mal ein Pokémon wie zum Beispiel Meditalis dabei war, das jetzt nicht so viel macht, ja, das lag halt auch an der Auswahl, die er dann letzten Endes getroffen hat. Also von daher, ja, den Rest, wie gesagt, findet ihr auf jeden Fall in den Kommentaren. Und ich wünsche euch mit dem restlichen Spieltag ganz, ganz viel Spaß. Schaut auf jeden Fall auch bei N vorbei. Der kommentiert immer nach. Da habt ihr also auf jeden Fall noch Zeit, das anzuschauen und das Ganze nochmal aus seiner Sicht zu erleben. Okay, dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen wundervollen restlichen Spieltag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao.